drei Monaten war sie bei mir in Behandlung und in jeder Stunde drang ich ein wenig tiefer in die Spirale ihres Wahnsinns ein. Ich hätte die Behandlung abbrechen müssen. Ich ahnte nicht, dass es schon zu spät war. Es war abgemacht, dass Sie während der Sitzungen nicht rauchen, Madame Kübler. Sie Spielverderber. Darf ich? Bestrafen Sie mich, Doktor. Ich bin eine Diebin, na und? Max schwimmt im Geld. Ich habe so viel Kohle, wie ich will. Es macht mir Spaß zu klauen. Das habe ich eines Tages auf den Champs-Élysées entdeckt. In einem Geschäft sah ich ein paar Strümpfe. Es hat mich richtig erregt. Ich wurde ganz feucht. Sie waren schwarz. Schwarze Strümpfe mit einer langen Beinnaht und sie hatten Glitzersteinchen an den Fesseln. Ein Hauch von Vulgarität, Männer stehen auf sowas. Ohne zu überlegen, habe ich sie aus der Packung gezogen und in meine Tasche gesteckt. Ja? Besser als jeder Orgasmus. Besser als Schläge, viel besser. Überhaupt kein Vergleich. Ich ziehe sie noch ab und zu an. Ja? Unterwäsche war mir nicht aufregend genug. Also habe ich es mit Schmuck versucht. Bernstein, das war genau das Richtige. Rolex, Oyster Perpetual, 18 Karat Gold, 32 Brillanten. Armband ebenfalls aus Gold.